Was? Was? Nein. Oh nein, der Zaun wurde zerstört. Aber doch nicht von Tieren. Welche Bestie würde das denn tun? Oh nein! Oh Alter, und der ganze Bauch aufgerissen. Nicht nur getötet, von allen. Guck mal, von allen wurde der komplette Bauch aufgeschnitten. Wie so ein Ritualmord. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Aber die Tiere können doch nichts dafür. Das waren die einzigen Guten, die hier leben. Nazi-Faschisten auf dem Scheiterhaufen. Was? Wer könnte das getan haben? Was hatten diese armen Kreaturen mit all dem zu tun? Wir können dem zweiten Kabel aber nicht folgen, ne? Nur mal ganz kurz abgesehen davon. Wir können dem zweiten Kabel nicht folgen. Es geht aber nicht, weil es geht nicht. Ja, der arme Zaun. Oh nein. Der arme Zaun, der war noch brandneu. Das war mein Lieblingszaun. Oh Mann. Den kann man gar nicht richtig ersetzen. Oh. Ich habe den Zaun so lieb gehabt. Hab jeden Tag mit ihm geredet, hab ihn gefüttert und alles. Hab ihn auch lackiert, ich hab ihn gestreichelt, alles. Sag mal, dieser Stuhl, stand ja schon immer hier? Langsam bilde ich mir auch Dinge ein. Hier ist dieser Stoff. Das ist dieser Stoff. Da auch nochmal. Und ich würde gerne das Halstuch nochmal sehen. Okay, ich mach mal kurz das Foto, ja? Weil ich weiß momentan gar nicht, was ich so machen soll. So. Bei Winter Survival hätte ich die Kuh noch gegessen, wenn ich ehrlich bin. So. Okay. Lass mal gucken. So. Sonst weiß ich gerade nichts mit mir anzufangen. Okay, wir haben einerseits das Haus hier, da ist aber nichts passiert. Bei dem Grab ist auch nichts. Das war der Pier. Ich entwickle mal alle, ja? Infrarot werden wir nicht viel sehen, glaube ich. Draußen heute sehr viele Flugzeuge. So, warte. So. Ich will den Soundtrack unbedingt haben vom Game. Liebe den. Bim. Wie Sie sehen, sehen Sie natürlich nichts. Aber wir haben trotzdem ein schönes Bild. Lege ich ins Album. Ist trotzdem ein schönes Bild. So. Nee, Lied, du kannst gleich mal bleiben. So. Warum hört das Lied sofort auf? Das ist so schade. So. So eine Musik will ich auch haben im Hintergrund, wenn ich zeichne. Dann hol dir einfach den Soundtrack. Ich glaube, es ist möglich sogar, dass du das einfach hast. So, dieses Foto entwickeln. Let's go. Das wird bestimmt toll. Das wird euer Lieblingsfoto. Ich weiß genau. Es ist das Foto von einem Haar. Kann ich ein bisschen größer machen? Geht das? Ach, ist dem Spiel hier egal, ne? Hier ist dem Spiel das egal. Okay, dann fokussiere ich nochmal ein bisschen. Die Fotos kann ich ja machen, wie ich will. So, wunderschön. Links der Baum ist traurig, der ist nicht mehr auf dem Bild. Der wurde nie wieder gesehen, wurde einfach vergessen von allen. Und so entstand die Trauerweide, die erste. So, warte.
So, warte. Bumm. Exakte Mundo. Aber nichts zu sehen. Sehr mystisch. Warum hört die Musik sofort auf? Die könnte ruhig noch ein bisschen länger spielen, wenn man mehrere Fotos macht, oder? Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Okay. So. Hier wird auch nichts sein. Wenn ich ehrlich bin, da wird auch nichts sein. Aber egal. Das war der komische Nebelpup, den wir gefunden haben am Pier. Wahrscheinlich waren wir eh zu früh da. Und irgendwo sitzen die Entwickler und raufen sich die Haare. Was wir hier veranstalten. Aber wir haben den Nebel eingefangen. Ghostbusters. Auf jeden Fall haben wir einen Geist gefunden. Ja, bei ein paar Fotos wäre es schön, wenn einfach die weiße Frau im Hintergrund wäre, ne? Das wäre ein cooler Effekt. So, mal gucken. Gut, den Nebel haben wir auf jeden Fall. Sieht aus wie ein bisschen Hound von Baskerville, aber ist egal. Ich pack's mal ins Album. So. Lied wieder auf. Okay, warte. Da dam 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 da dam bam ba da da dam bam ba. Das Bild wird in ca. 60 Jahren von Gaustern als Beweis genutzt. Mit einer verwackelten Kamera. So. Ja gut, das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Fürs Album. Okay. Das können wir jetzt ja machen, wie wir wollen, ne? Das kann ich ruhig so groß machen dann auch, ne? Ich muss es nur hier scharf machen. Ich teste das mal gerade mit dem Bild. Passt schon. Das mit dem Kreuz ist zwar auch schön, irgendwie. Also, schön ist relativ, aber ihr wisst schon. Und ja, das sind die Entwickler von Town of Light. Ja, ja, ja. Grandios. Und was aus denen geworden ist, großartig. Town of Light war schon geil, aber sehr, sehr nischig und sehr Indie. Und jetzt schau sie dir einfach an, wie die einfach abräumen. So. Ab ins Album. Hat funktioniert. Lied hört wieder auf. Wir machen jetzt das einzig, jetzt machen wir das einzige Foto. Genau, Town of Light war das, wo die Pan synchronisiert hat. Da war die Pan die Hauptrolle und ich durfte am Ende auch noch ein bisschen was einsprechen. Und die Pan war echt gut. So, warte, warte. Oh Gott, wir haben so viele Fotos gemacht. Das hier müsste es sein, ne? Ich dachte, da ist was über dem Kreuz, aber da drunter hätte ich nicht mit gerechnet. Schreibe ins Buch. Soll ich nochmal fotografieren vielleicht? Hat sogar posiert. Mega nachdenklich auch. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. Also unser Vater. Okay. Wir haben jetzt... Warum sieht es hier so komisch aus, sag mal?
ist hier so still und so dunkel. Oh, gut, okay. Es ist trotzdem zu dunkel. Ganz kurz, das ist kein Blut, das ist Wein. Hier ist überall Wein, 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 Wein. Wein gemacht. Hast du ganz Wein gemacht? Ärgert mich immer noch. Ich weiß immer noch nicht, wie wir es machen können. Ach, warte mal. Hä? War das vorhin auch da? Habe ich das nicht gesehen? Ich habe doch versucht, hier hochzugehen. Ratatatatata. Erstmal hier oben einen Brief lesen. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Okay, ja, klar, das solltest du. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. So, haben wir gemacht, ne? Ducken? Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Ich hoffe, die Tiere sind heute ein bisschen ruhiger als sonst, damit ich mich konzentrieren kann. Das wäre schön. So. Irgendwann bringe ich die alle um. So, warte. Mal gucken. Wir suchen mal den Telegrafen. Wieso weiß sie denn jetzt? Wussten wir vom Telegrafen? Hat er uns was vom Telegrafen gesagt? Woher weiß sie das denn jetzt? Weil ich wusste davon nichts. Habe ich nicht zugehört? So. Hatte er. Ah, Frequenz X. Okay, da habe ich mir nicht gemerkt wahrscheinlich. So, heute ist ein bisschen ruhiger hier. Das ist ganz gut. Was ist ganz kurz? Ich will mal schnell schauen. Was mit den Kaninchen? Die sind aber weg. Die haben heute ihren freien Tag. Okay. Das finde ich sehr gut. Okay. Der Telegraph. Und diese Partisanen, ja? Die wissen, dass der Telegraph hier beim Stall ist und bringen alle Tiere um, damit sie aufmerksam drauf machen? Oder wie war der Plan? Nur mal so gefragt. So, darf ich mal kurz... Sie scheint mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ob uns jemand bedroht? Ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, das ist ein natürlicher Tod. Kann man hier vielleicht auch... Boah, Alter. Da ist halt ein ganzes Stück Hals rausgeschnitten oder rausgerissen. Wer macht denn... Wer ist... Das sind Psychopathen einfach. Alle hier sind scheiße. Alle. Die sollen alle in den See gehen. Die weiße Frau ist die einzig normale Frau hier. So, hier geht's. Wo soll denn. Kann ich das Messer vielleicht auch nehmen? Nee, ne? Ach, da hinten geht's jetzt. Okay. In der Nähe des Stalls. Okay, warte, warte. So. Team weiße Frau, genau so. Der Telegraph muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Natürlich, klar, weil die sind super unauffällig, da geht niemand ran. Mhm. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Panzer? Panzerstraße Haus?
Warte mal, bevor ich das mache. Ja, alles gut. Bevor ich das mache, warte mal. Noch was. Wir machen gleich nochmal. Warte, ich will dir keinen Fehler machen. Was ist denn? Hä? Okay. Kommunikation. Benutze den Telegrafen und merke den Code Town on Fire. Warum wurde das nicht übersetzt? Die Stadt brennt? Okay. Die Stadt brennt. Wir gucken mal. Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. So. Sekunde. Ich mach nochmal auf hier. Die Stadt brennt. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Okay, Stadt brennt, ne, würde ich sagen. Nicht Haus brennt, sondern Stadt brennt. TW Inf. Weil die gibt es ja nicht, oder the. Sehe ich richtig, ne? Braucht man hier nicht. Stadt brennt. Ich hoffe, das mache ich richtig. Und dann Panzer Nähe Haus. Gibt's hier Nähe? Also Panzer auf jeden Fall. Stadt brennt, Panzer. Gibt's noch die Straße? Panzernahe Haus. Hier nahe. Panzernahe Haus. Straße. Panzerstraße nahe Haus. Panzerstraße nahe. 1, 2, 3, 5. Nahe Haus. Klingt vernünftig, oder? Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Achso, ja klar, over. Ist das übersetzt? Heißt das hier über oder wo ist denn over? Ende. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Okay, letztes Wort entfernen. Over. Krischt, over. Ja, das kommt aus. Neben, Leitung. Wo ist denn over? Sende mindestens 7 Wörter. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann mache ich jetzt over, aber... Ich weiß nicht, wo ist denn... Wo ist denn over? Ist doch Ende, oder? K, Ende, Mitte, Mitte. Was? Es gibt zweimal Ende. Hä? Ende und Ende. Ach, K heißt over und Ende heißt dann end wahrscheinlich, ne? So, K. Was? Ich muss das selber machen? Wenn das falsch ist. Was? Bring Kartoffeln mit, wenn du nachher zum Markt gehst.
fuck my life, ey, warum? Hör doch auf, einen Roman zu schreiben! Mir ist gerade ein wenig frostig, aber ich wollte erzählen, wie mein Tag ist. Nun ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. Sicherlich lag es an meinem drängenden Morgenschiss, aber er wollte nicht rauskommen. Deswegen machte ich mir einen Kaffee. Moment, das ist ja gar kein Kaffee, es ist Kaffeehaag. Klicke auf die Wörter, um die empfangenen Nachrichten zu entschlüsseln. Das hier? Wir haben Ihre Nachricht leider nicht verstanden, oder? Keine Antwort unter dieser Nummer. Du Erbschaft von Prinz aus Afrika bekommen. So. 5, 4, 3, 2, 1, wat, wo fange ich denn? Punkt. Folge den Punkten oder Strichen, um Buchstaben zu erhalten. Also Punkt, Punkt, Punkt wäre E, Eis. Nee. Eis, E, Fire. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, wie das hier funktioniert. Nur S? Ach so, Punkt, Punkt, Punkt heißt S. Und Strichpunkt heißt N. Nee, Strich. Und dann Punkt heißt N. Sn. Ach, jetzt muss ich oben erhalten. Ah, erhalten. Rot erhalten. Ist das okay? Erhalten? Okay. Punkt, Punkt, Punkt. S. Punkt, Strich, Punkt. Punkt. Strich, Punkt. Was war das? SR. SR. V. SRV. Bedarf. Erhalten, Bedarf. Strich. Alter. Punkt, Punkt. D. Punkt. Oh Gott. Punkt, Strich. Du? Dus. Düsseldorf. Ist das ein Dus? Hier gibt's kein Dus. Wo ist denn hier? Warte mal, ich setze mich mal kurz an. Falsch. Ja, habe ich falsch. So. Okay. Da muss ich nochmal. Strich. Punkt, Punkt. D. Und dann Punkt, Punkt. Strich, ah, nochmal Punkt. DF, ah, DF. DFS abwehrend. Erhalten, Bedarf, abwehrend? Oh Gott. Punkt, Strich, warte mal, Punkt. Und dann müsste ich ja hier Strich machen, ne? Punkt, Strich, Punkt, Punkt. L, Strichpunkt. LN. Leitung. Erhalten, Bedarf, abwehrend, Leitung? Okay, Strich, Strich. M. Dann Punkt, Strich, Strich, W. P. MP. MPP, Karte. Erhalten, Bedarf, abwehrend, Leitung, Karte? Was reden die denn da? So. Dann Punkt, Strich, Punkt, Punkt, L, S, LS. Ich guck auch mal nach LS. LSC. Gibt's nur aufbrechen. Erhalten, Bedarf, abwehrend, Leitung, Karte aufbrechen. Ist das überhaupt Deutsch, was Sie reden? Ich... Okay. Dann haben wir Punkt, Punkt, Punkt. S. Nee, Punkt, Punkt, Strich. V. V, V, V. Bei V haben wir nur nahe. Mehr haben wir nicht. VCN. VCN wäre das hier. Das letzte müsste also ein N sein. Strich, Punkt. N, alles klar, VCN, nahe. Also wir können uns ein bisschen was sparen. Dann... Punkt, aber nur ein Punkt. E. E. Strich, Punkt, Punkt. E, D.
Haben wir irgendwas mit ED? Gebäude. Die sagen uns doch gerade, wir sollen die Leitung durchschneiden, oder? Das sagen die doch gerade. Wir sollen die Leitung beim Gebäude durchschneiden. Okay. Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Punkt, Strich, Punkt, Punkt, L. Was haben wir mit L? Okay. L, Strich, Punkt, LN. LN. Und dann Strich, Strich, Punkt. LNG. Neben. Na, Gebäude, neben. Ich glaube, es ist eher das mit den Kartoffeln und dem Markt. Und wir sind fast durch. Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Strich. Punkt. F. Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. F-I. Kann nicht sein. Doch, Fluss. Ich korrigiere, also ich gucke nochmal vorsichtshalber. Punkt, Punkt. Strich, Punkt, F. Und dann Punkt, Punkt, I. F-I muss Fluss sein. Fio ist Fluss. Und dann haben wir noch Punkt, Strich. Punkt, Strich ist... Punkt, Strich ist A. Und dann Punkt, Strich, A, R. Ende. Ach, die können aber ans Ende das Ende setzen, wa? Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Ah, die Frau einfach 500 IQ. Wie hat ihr das verstanden? Sie gaben auch automatisch die Koordinaten durch und ein Rezept für Safranhähnchen. Junge, was ist mit der Frau? Mein Gehirn käst. Okay, aber das Problem ist, Arbeitszimmer meines Vaters, wie kommen wir denn da rein? Die Tür ist doch zu. Oder ist jetzt durch Zauberhand wieder, wir gucken mal. Ich stürze empor. Ne, Tür ist zu. Die Tür ist zu. Das Rätsel war wirklich ganz cool. Also das Rätsel, ich fand es wirklich ganz gut. Es war logisch, es war durchdacht. Ich habe am Ende nichts verstanden, was da rauskam. Ich wäre zum Fluss gegangen, irgendwo am Ende. Das hätte ich da draus gelesen. Aber... Arbeitszimmer meines Vaters. So. Ich komme aber nicht rein. Fotografiere die Karte. Ja... Finde das richtige Grab. Sollen wir nochmal? Der Geliebte. Dann gehen wir mal, ich gehe mal kurz zum Grab. So. Hätte die Leitung vom Haus neben dem Fluss durchgestrichen. Ja, das einzige, was nicht reinpasste, war Karte. Das passt irgendwie so gar nicht rein. Okay. Ich schau mal eben nach dem Grab mit dem Geist, ja? Wetter stimmt soweit, es ist ruhig heute, windstill, bisschen nebelig, aber nicht zu viel. Das ist ein gutes Geistwetter heute. So, Geister als die Geissens. Da sind wir ja. So, warte, da ist auch ein kleines Symbol, dann betrete ich mal den Friedhof. Hier, wo der Geist gerade noch saß, gehe ich einfach hin. So. Oh, das Kreuz. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Mein Kleid? Mein Kleid? Die weiße Dame? Okay, mein Kleid. Huch. Ja, wenn es das Kleid ist. Oh, ist ein bisschen nebliger geworden gerade hier. Das ist wieder ein gutes Wetter, um seine tote Schwester zu sehen. Gehe ich hier überhaupt richtig? Ich bin unsicher.
Aha, das war der Bunker. Ja, da bin ich mal wieder falsch abgebogen. Entschuldigung. So. Zu dem kommen wir später bestimmt auch noch. Das Spiel scheint ein gesunder Mix zu sein aus mehreren Sachen. So, Abkürzung nehmen. Ah, die gute Brücke der Schüsse. So. Und dann sind wir gleich schon wieder da. Bei der weißen Frau. Bei der weißen Frau. So. Hier war die Textur schon wieder. Schön, wenn man alte Freunde trifft. Apropos alte Freunde treffen. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. So. Dann wollen wir mal.